Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es die Giving Friday Boxen von diesem Jahr von Black Friday bei DM. Und es sind 5 coole YouTuber dieses Jahr dabei und Blogger. Und es wird jetzt laut. Ich habe gerade das Papier aus meiner Kiste raus und Mucke spielt jetzt darum. So. Ich habe leider nicht alle bekommen, ich habe nur 4 von 5 bekommen, aber es sind dieses Jahr damit dabei die Anna Johnson von, also die Anna von Anna Johnson, die Carmen von Kamuschka, Sarah Harrison, die Barbara Sophie und die Hattes. Leider habe ich die Box von Hattes nicht mehr bekommen, hätte ich euch sehr, sehr gern verlost, aber ich verlose an euch die Box von der Barbara Sophie heute noch. Also schaut auf jeden Fall das Video bis zum Ende, dann könnt ihr die gewinnen. Und ich würde sagen, starten wir nochmal. Genau, die Box kriegt ihr später. Ja, öffnen wir doch einfach mal die anderen 3, die ich bekommen habe. Ich habe jetzt hier die Box von Sarah. Ich bin ja ein riesen Fan von Sarah, um ehrlich zu sein. Ich mag Sarah wirklich sehr gerne. Ich kenne sie auch persönlich. Weil wir gehen zusammen ins gleiche Fitnessstudio, auch Dominik. Sind beide wirklich 2 Herzensmenschen und da muss ich natürlich, konnte ich nicht sein bei Sarah. Ich hätte natürlich euch gerne noch eine 2. bestellt, aber ich kann leider überall nur eine bestellen und deswegen verlose ich dieses Jahr nur eine. Ich hoffe, ich kriege nächstes Jahr wieder 2, dass ich wieder 2 an euch verlosen kann und ja, ich habe eigentlich auch schon mal im DM geschaut, ob ich noch eine finde, aber ich habe nirgendwo eine gefunden. Ja, aber gucken wir nochmal bei Sarah rein. Einmal hier, wie krass geil ist die Karte bitte. Und hinten steht drauf, hallo meine Liebe, ich habe euch meine Lieblingsprodukte, hallo meine Lieben, ich habe euch meine Lieblingsprodukte in diese Box gepackt und hoffe, dass ihr euch darüber freut. Gemeinsam helfen wir damit auch noch dieser schönen Aktion. Yeah, love Sarah. Auch hier, ich habe die Boxen mittlerweile schon geöffnet. Wenn ich Produkte schon doppelt habe, werde ich die natürlich auch noch verlosen. Ihr kriegt die Produkte wirklich alle, die ich doppelt kriege, auch in den Beauty-Boxen, kriegt ihr. Also keine Sorge. Ja, hier ist auf jeden Fall auch noch ein Gutschein drin für Gymondo, wo Sarah ja mit Domi auch ein Paket hat. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Das erste Produkt ist hier von Trend It Up, die Double Volume and Shine Nail Polish in der Farbe 030. Ich finde die Farbe mega. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die habe. Muss ich nachgucken, wenn nicht, kriegt ihr die natürlich auch noch. Dann Nummer 2 ist von Trend It Up ein Lippenstift und zwar der Ultra Matte Lipstick in der Farbe 473 und die Farbe ist richtig, richtig cool. Also oh mein Gott. Das ist auch übrigens mein erster Lippenstift von Trend It Up, glaube ich. Also richtig, richtig krass. Dann ist hier von Salt House die Totes Meer Therapie Anti-Hautstress Tuchmaske. Auf die freue ich mich sehr. Ich bin zwar eigentlich sehr empfindlich mit Totes Meer, aber ich würde die wirklich, wirklich gerne austesten, weil ich kenne die einfach gar nicht. Und ja, freue ich mich wirklich, wirklich sehr drüber. Dann ist hier von Invisibubble noch ein Haargummi drin. Den werde ich an euch verlosen, weil ich habe so viele Invisibubbles. Also ja, den werde ich auch mit. Der kommt auf jeden Fall auch mit in die Verlosungskiste. Und das letzte Produkt ist hier von Garnier Wahre Schätze, eine Tiefenpflegemaske zum Ausspülen. Und die finde ich auch richtig, richtig cool. Das ist die Honigschätze. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das wird. Also ich muss echt sagen, ich finde Sarahs Box echt cool. Es sind mega coole Produkte drin. Also ja, habe ich mich sehr gefreut. Dann geht es weiter mit der nächsten Box. Ich muss die nur zumachen, weil der Mucke hier ist und er das Plastik da drin nicht essen darf. Naja, hier in der Seite steht übrigens noch It's all about you. Ja, dann geht es weiter mit der Box von Carmen. Und zwar steht hier an der Seite Beauty starts in your head, not in your mirror. Ja, dann öffnen wir die doch mal. Schau mal die coole Karte an. Ja, hier hinten steht auch, hallo Kamuschki, schön, dass dir meine Box so gut gefällt, auf dass sie dich noch schöner macht, als du sowieso schon bist. Und das auch noch für den guten Zweck, denn das Glück vermehrt sich, wenn man es teilt. Das ist Karma, Babe. Ja, ich
Ich bin auch übrigens ein riesen Fan von Carmen. Ich verpasse keine Instagram-Story. Ich finde ihre Bilder mega. Genauso wie auch von Anna. Ich finde es schade, dass die beiden nicht mehr so miteinander zusammenarbeiten, weil ich finde beide echt cool. Aber ja, man kann nie was dagegen machen. Ich äußere mich auch nicht weiter. Mich geht es auch gar nichts an. Ich kenne auch beide nicht persönlich. Aber ich finde es sehr, sehr schade. Ja, das erste Produkt, was hier drin ist, ist von Batiste ein Trockenshampoo. Fruit and Chicky Sherry. Ja, finde ich mega, mega cool. Ich mag hier Trockenshampoo. Ich benutze es aber zurzeit gar nicht, weil ich es gar nicht mit meiner Kopfhaut vertrage. Leider. Dann ist hier ein Produkt drin, und zwar von Essence, meine Only One Lipstick Palette. Die habe ich sogar schon und deswegen werde ich die auch an euch verlosen. Ich bin mega, mega gespannt, was ihr zu der Palette sagt, weil ich finde die echt mega. Echt wirklich mega. Dann ist hier noch ein Produkt drin, und zwar von Evelyn, Make-up Artist, der Make-up Blender. Den habe ich auch schon und deswegen verlose ich den auch an euch mit. Das ist auch mega, mega cool. Also die Sachen, die ich jetzt einzeln verlose, die werden jetzt nicht mit in diesem Video verlost, sondern ich sammle derzeit ein paar Sachen und möchte dann so Geschenkboxen machen quasi. Also keine Beautyboxen, sondern Geschenkboxen, wo ihr seht, was da alles drin ist. Und dann könnt ihr die alle gewinnen und da brauche ich noch ein paar Produkte. Deswegen sammle ich die erstmal, aber ihr kriegt die auf alle Fälle, versprochen. Ja, dann ist hier noch von Balea das Pearly Vanilla ein Labello und oh mein Gott, ich freue mich. Ich finde sowas echt geil. Das ist eine Limited Edition und das ist ein Schimmer-Effekt. Perfekt für den Alltag. Und das letzte Produkt ist hier von Alverde, die Intensivhandcreme mit Bio-Granatapfel und Bio-Karité-Butter. Und darauf freue ich mich auch schon sehr. Wirklich. Es sind auch mega coole Produkte bei der Carmen drin. Also ja, finde ich mega, mega cool. Machen wir dann die Box zu. Und die letzte, die ich öffne, das ist die von Anna. Anna ist wirklich auch einer meiner Lieblings-Instagram-Typen. Und da steht: Tanz im Regen und stell dir vor, es sei Konfetti. Richtig, richtig cool. Ja. Dann, das ist auch, um ehrlich zu sein, einer der schwersten Boxen. Aber die von Barbara ist auch so schwer. Ja, schau mal. Das wird auch richtig cool. Und da steht drauf: Hey Liebes, schön, dass du dich für meine Box entschieden hast. Ich hoffe, dir gefallen meine 5 ausgewählten Produkte genauso gut wie mir. Shoppen und spenden in einem, wie toll ist das denn? Fühl dich gedrückt und geküsst. Super Text, Anna, wirklich. Super, super. Dann ist hier als erstes Produkt von NYX die Soft Matte Lip Cream in der Farbe Stockholm drin. Richtig, richtig schöne Farbe. Ich muss schauen, ob ich die schon habe, weil ich glaube, ich habe die schon. Sag mir auf jeden Fall, was die Farbe. Wenn, kriegt ihr die auch. Dann als zweites ist hier von Gliss Kur, also von Schwarzkopf, das Shampoo verführerisch lang drin. Kenne ich gar nicht, also freue ich mich, das testen zu dürfen. So, also richtig, richtig cool. Als drittes Produkt ist hier von BB ein 5-in-1 sanfte Mizellenreinigungstücher. Da bin ich schon gespannt, ob ich die vertrage, weil bis jetzt vertrage ich Mizellen eher weniger. Also ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Als viertes Produkt ist hier von La Vera Naturkosmetics die hautklärende Maske mit Biominze, Mineralerde und totes Meersalz. Also da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Und das letzte ist von Nivea das Dry Active Antitranspirant. Und da bin ich schon gespannt, wie das ist. Da ich noch nie ein Nivea Deo Spray hatte, um ehrlich zu sein. Ja. Also auch hier sind mega, mega coole Produkte drin. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr, die testen zu dürfen. Und ja, das war es aber auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch gefällt. Und jetzt kommen wir noch zu dem letzten. Und zwar könnt ihr diese coole Box von Barbara Sophie gewinnen. Die ist sogar noch komplett zu. Also ich habe sie nicht geöffnet. Hier an der Seite steht übrigens der Spruch Love, Peace and Lipstick. Also es ist eine mega, mega coole Box. Die können einer von euch gewinnen. Und da sind Produkte im Wert von über 7 Euro drin. Also 7 Euro kostet die Box. Und ja, ganz einfach könnt ihr da mitmachen. Und zwar, ihr müsst Abonnent des Kanals sein, gebt dem Video einen Daumen hoch und beantwortet einfach unten in den Kommentaren die Frage, was habt ihr am Black Friday gekauft? Und ja, schon nehmt ihr automatisch teil. Und
Bitte folgt mir auch auf allen sozialen Netzwerken, dass ich euch auch kontaktieren kann, falls irgendwas ist, falls ihr die Verlosung gewinnt. Der Gewinner wird in genau 2 Wochen, heute in 2 Wochen, bekannt gegeben. Also schaut auf jeden Fall vorbei und ja, die könnt ihr gewinnen. Ja, ich wünsche euch dann auch aber einen schönen Tag und eine schöne restliche Woche. Und wir sehen uns dann am Samstag um 16 Uhr zu einem neuen Weihnachtsvideo. Und nicht vergessen, auch da gibt es eine Verlosung. Und auch bei dem Video wird mit der Gewinner bekannt gegeben am Ende des Videos. Also schaut auf jeden Fall vorbei, dass ihr vielleicht bei der letzten Weihnachtsverlosung gewonnen habt. Und ja, am Samstag dann eine neue Verlosung und am Sonntag ganz mal um 14 Uhr kommt auch noch ein neues Video online. Ja, und es wird der Black Friday Haul sein. Ich freue mich schon sehr, euch zu zeigen, was ich gekauft habe. Weil endlich sind alle Pakete da. Auf das Paket hatte ich nämlich auch noch gewartet. Waren nämlich auch noch Sachen drin, die ich für den Black Friday euch zeigen wollte. Aber ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und eine schöne restliche Woche. Und wir sehen uns am Samstag um 16 Uhr zu einem Video. Tschüss!